Ich begrüße dich herzlich zu meiner täglichen Andacht. Wie schön, dass du dabei bist. Denn egal, wie es dir gerade geht, zu Gott kommen ist immer das Beste, was wir tun können. Meine Andacht vom 5. März. In Gottes Liebe verwurzelt. Der Bibelvers für heute steht in Kolosser 2, Vers 7. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht dankbar genug sein. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unser Verhalten Ursachen hat. Schlechtes Verhalten ist wie eine schlechte Frucht von einem Baum mit kranken Wurzeln. Du kannst dein Leben lang gegen äußere Symptome ankämpfen, aber wenn die kranke Wurzel nicht entfernt wird, werden die schlechten Früchte an einer anderen Stelle zum Vorschein kommen. Dieses Prinzip ist immer gültig. Schlechte Frucht kommt von kranken Wurzeln und gute Frucht kommt von gesunden Wurzeln. Um die schlechte Frucht wirklich loszuwerden, musst du Paulus Ermahnung an die Kolosser beherzigen und fest in Christus verwurzelt sein. Vielleicht musst du deine eigenen Wurzeln genau untersuchen. Lass dich jedoch von einem negativen Ergebnis nicht entmutigen. Gott kann dich jederzeit aus dem schlechten Boden entwurzeln und in seinen guten Boden verpflanzen, damit du in ihm und in seiner Liebe verwurzelt bist. Bedenke, es kann schmerzhaft sein, entwurzelt zu werden. Es braucht auch Zeit und Kraft, wieder eingepflanzt zu werden und neue Wurzeln zu schlagen. Doch durch Glauben und Geduld wirst du erleben, wie Gottes Verheißungen wahr werden. Ich bete, dass du tief verwurzelt wirst in Christus und gute Frucht bringst, wo immer du gerade bist. Wenn du möchtest, bete jetzt mit mir zusammen. Herr, hilf mir, meine Wurzeln aus dem schlechten Boden zu ziehen und tief in Jesus verwurzelt zu sein, damit ich wie ein gesunder Baum mit gesunden Wurzeln und guten Früchten sein kann. Vielleicht wird das schmerzhaft werden, aber ich weiß, dass du mir bei dieser Veränderung in meinem Leben helfen wirst, wenn ich Glaube und Geduld habe. Amen. Es tut so gut, bei Gott zu sein, oder? Bleibe doch in dieser Haltung und geh mit Gott durch deinen Tag. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und wenn du dazu beitragen möchtest, dass auch andere meinen Podcast entdecken, dann abonniere meinen Kanal oder leite diese Andacht an jemanden weiter, der heute eine Ermutigung gut gebrauchen könnte. Herzlichen Dank dafür. Bis morgen.